Glaubst du an ein Leben nach dem Tod? Glaubst du, dass wir nach dem Tod diejenigen wiedersehen werden, die wir so sehr vermissen? Wenn du nicht daran glaubst, wirst du deine Meinung nach diesem Video ändern. Wir haben lange recherchiert und möchten euch nun 5 faszinierende, wahre Nahtoderfahrungen präsentieren, die euch sprachlos machen werden. Also mach es dir am besten gemütlich und hol dir etwas Leckeres zum Trinken. Platz 5. Anke Ewerts. 9 Tage Unendlichkeit ist die faszinierende Erzählung von Anke Ewerts, die im Alter von 41 Jahren eine außergewöhnliche Nahtoderfahrung nach einem schweren Unfall erlebte. Sie erlitt schwere Verbrennungen 3. Grades nach einem Brandunfall. Dieser Vorfall ereignete sich im September 2009 und führte dazu, dass sie in ein künstliches Koma versetzt werden musste, währenddessen sie eine tiefgreifende, außerkörperliche Erfahrung machte. Anke Ewerts Erfahrung unterscheidet sich von vielen anderen Berichten über Nahtoderfahrungen durch die Dauer und die detaillierte Beschreibung dessen, was sie als eine Reise durch das Jenseits empfand. Nach diesem nahezu tödlichen Unfall verbrachte sie, wie sie berichtet, 9 Tage in der Unendlichkeit, während sie im Koma lag. In dieser Zeit erlebte sie eine außergewöhnliche Erweiterung ihres Bewusstseins und bekam tiefe Einblicke in die Natur des Lebens, des Todes und der Existenz selbst. Ewerts sagte: "Als ich durch das Jenseits reiste, wurde mir eine Weisheit offenbart, die alles überstieg, was ich mir jemals vorstellen konnte. Ich sah, dass das Bewusstsein weit über unsere körperliche Existenz hinausgeht und dass das Leben ein unendlich komplexes, vollkommenes Gefüge ist. Diese Erfahrung hat mir gezeigt, dass der Tod nicht das Ende, sondern der Beginn einer neuen, erweiterten Form der Existenz ist." Ewerts beschreibt sehr eindrucksvoll die Transformation, die sie durch ihre Nahtoderfahrung erlebte und wie diese Erkenntnisse ihr Leben für immer veränderten. Sie spricht von der universellen Verbundenheit aller Dinge, der unendlichen Liebe, die das Fundament der Existenz bildet, und der Erkenntnis, dass das Leben einen tieferen, verborgenen Sinn hat. Anke Ewerts sagte: "Es gibt keinen Grund, sich vor dem Tod zu fürchten. Die meisten Menschen sehen den Tod als etwas an, das ihr Dasein für immer beendet. Aber das stimmt nicht. Wir sind unsterbliche Seelen. Wir müssen endlich anfangen, das zu verstehen." Ihre Erfahrung brachte sie dazu, ihre Sichtweise auf das Leben grundlegend zu überdenken und ein neues Verständnis für die Beziehung zwischen körperlicher Existenz und Bewusstsein zu entwickeln. Sie sagte, dass sie vor dem Tod und dem, was danach kommt, keine Angst mehr hat. Sind wir Seelen, die unsterblich sind? Geht es also nach dem körperlichen Tod weiter? Wenn dir das Video gefällt, dann lass uns doch ein Abo und einen Daumen nach oben da. Vielen Dank. Platz 4. Kimberly Clark Sharp. Kimberly Clark Sharp, eine bedeutende Persönlichkeit in der Erforschung von Nahtoderfahrungen, machte im Jahr 1970 ihre eigene tiefgreifende Erfahrung nach einem fast tödlichen Herzstillstand. Sharp, deren Arbeit und persönliche Geschichte viele Menschen inspiriert haben, hat ihre intensiven Erlebnisse in ihrem Buch After the Light auf beeindruckende Weise geschildert. Sharp hatte während ihrer Nahtoderfahrung ein außerkörperliches Erlebnis. Während einer Nahtoderfahrung erleben manche Menschen ein Phänomen, das als außerkörperliches Erlebnis bezeichnet wird. Das bedeutet, dass sie das Gefühl haben, ihren Körper zu verlassen und aus einer anderen Perspektive zu betrachten, was um sie herum geschieht. Diese Erfahrung kann beängstigend, aber auch faszinierend sein. Manche beschreiben, wie sie sich über ihrem eigenen Körper schwebend sehen oder sich frei durch den Raum bewegen können, während ihr physischer Körper bewegungslos bleibt. Sharp berichtet, wie sie sich plötzlich außerhalb ihres physischen Körpers befand, eine Perspektive, die ihr eine ungewöhnliche Sicht auf die Welt und die Ereignisse um sie herum ermöglichte.
Ihre Reise führte sie weiter zu einer Begegnung mit Verstorbenen, die ihr ein Gefühl von unendlicher Liebe und Frieden vermittelten, eine Erfahrung, die ihr Leben und ihre Ansichten über den Tod tiefgreifend veränderte. Sharp sagte: "In jenem Moment, als mein Herz aufhörte zu schlagen, fand ich mich in einer Realität wieder, die von einer Klarheit und einem Frieden geprägt war, die ich niemals für möglich gehalten hätte. Ich begegnete geliebten Menschen, die bereits verstorben waren, und fühlte eine Liebe, die alle meine Vorstellungen überstieg. Dieses Erlebnis öffnete mir die Augen für die Wahrheit, dass der Tod nicht das Ende ist, sondern ein Übergang in eine andere Existenzform. Nach dieser Erfahrung hatte ich keine Angst mehr vor dem Tod." Kimberly Clark Sharp hat durch ihr Nahtoderlebnis und ihre anschließenden Forschungen einen unschätzbaren Beitrag zur Nahtoderforschung geleistet. Ihre Erzählungen bieten nicht nur Einblicke in das, was nach dem Tod auf uns wartet, sondern auch Trost und Hoffnung für jene, die mit dem Verlust geliebter Menschen oder der Angst vor dem eigenen Tod konfrontiert sind. Ihre Geschichte ist ein leuchtendes Beispiel dafür, wie transformative Erfahrungen zu einem tieferen Verständnis unserer Existenz und zu einem erfüllteren Leben führen können. Eine ziemlich beeindruckende Geschichte. Sharp betonte immer wieder, dass sie die Angst vor dem Sterben komplett verloren hat. Bedeutet das etwa, dass wir uns vor dem, was nach dem Tod kommt, nicht zu fürchten brauchen? Platz 3. David Ditchfield. Das Leben von David Ditchfield wurde durch die dramatische Nahtoderfahrung, die er erlebte, tiefgreifend verändert. David Ditchfields Nahtoderlebnis ereignete sich nach einem erschütternden Unfall, bei dem er fast von einem Zug getötet wurde. Als er einem Freund half, in einen Zug einzusteigen, verfing sich sein Mantel in der Tür des Zuges. Der Zug begann sich zu bewegen, während Ditchfield außen festgehalten wurde. Dies führte dazu, dass er unter den Zug gezogen wurde, als dieser die Station verließ. Ein schreckliches Ereignis. In den kritischen Momenten, die darauf folgten, erlitt Ditchfield schwere Verletzungen und wurde bewusstlos. Als er sich zwischen Leben und Tod befand, hatte er ein Nahtoderlebnis. Er berichtet von anfänglich düsteren Momenten, die dann aber in eine überwältigende Erfahrung der Liebe und des Lichts übergingen. Diese düsteren und beängstigenden Momente waren geprägt von einer tiefen Konfrontation mit dem Unbekannten und dem schrecklichen Gefühl der Hoffnungslosigkeit. Ditchfield sagte: "Ich befand mich plötzlich in einem unendlich großen, leeren Raum. Dieser Raum schien keinen Anfang und kein Ende zu haben. Der Anblick dieser Unendlichkeit löste in mir eine unermessliche Angst und Panik aus. Das Ganze fühlte sich so echt an. Ein äußerst beängstigendes Erlebnis." Ditchfield erzählte weiter: "In meiner Verzweiflung fing ich an zu beten, aber ich hatte das Gefühl, für immer verloren zu sein. Doch dann sah ich eine Person auf mich zukommen. Ich konnte es nicht glauben. Es war Jesus. Er streckte mir mit einem Lächeln seine Hand entgegen und sagte, dass ich keine Angst zu haben brauche." David Ditchfield betonte, dass allein durch die Erscheinung von Jesus alle seine Ängste sich in Luft auflösten. Er sagte: "Ich war in diesem Moment einfach nur erleichtert und glücklich. Diese Erfahrung hat mich gelehrt, dass es selbst in den dunkelsten Momenten Hoffnung gibt." Was für eine tiefgreifende Erfahrung! In seinem Buch Shine On teilt Ditchfield seine tiefgehenden Einsichten und die künstlerische Inspiration, die er aus seiner Nahtoderfahrung gewonnen hat. Er hat sich seitdem der Kunst und der Musik gewidmet, als Mittel, seine spirituellen Erlebnisse und die erlangten Einsichten auszudrücken. Platz 2. Lynn Claire Dennis. Die im Jahr 1951 geborene Autorin Lynn Claire Dennis ist eine bemerkenswerte Figur, deren tiefgreifende Nahtoderfahrung sie zu weitreichenden Einsichten und der Entwicklung eines komplexen Musters, bekannt als das Muster der Liebe, inspirierte.
Ihre Erfahrung und die daraus resultierenden Erkenntnisse hat sie in ihrem Buch The Pattern sehr detailliert beschrieben. Lynn Claire erlebte ihre Nahtoderfahrung nach einem schweren Unfall und war für eine kurze Zeit aus medizinischer Sicht tot. Ihr Nahtoderlebnis ist aufgrund der Komplexität und der Tiefe der erlebten Visionen besonders faszinierend. Sie beschreibt eine Reise durch einen Raum, der von einem leuchtenden Netz durchzogen ist, das sie als das fundamentale Muster der Existenz interpretiert. Ihre Erzählung ist geprägt von lebendigen Bildern und tiefen emotionalen Empfindungen, die während dieser Erfahrung stattfanden. Lynn Claire sagte: "Ich wurde in eine Welt jenseits unserer Vorstellungskraft gezogen, wo leuchtende Fäden sich zu einem unendlichen Gewebe verbanden, das alles Leben miteinander verknüpft. In diesem Moment erlebte ich eine bedingungslose Liebe, die alles durchdringt und verbindet. Es war eine Offenbarung, die mein Verständnis von Leben und Tod grundlegend veränderte." Ihre Geschichte ist ein beeindruckendes Zeugnis dafür, wie eine Nahtoderfahrung das Leben eines Menschen verändern und zu tiefgreifenden Einsichten in die Natur des Universums führen kann. Lynn Claire Dennis spricht von einem erweiterten Verständnis des Lebens, einer universellen Verbundenheit und der unermesslichen Kraft der Liebe. Lynn Claires Botschaft an die Menschen lautet, über die materielle Welt hinauszublicken und die tieferen Verbindungen zu erkennen, die alles Existierende miteinander vereint. Platz 1: Jesse Duplantis. Jesse Duplantis, geboren am 9. Juli 1949, ist ein bekannter amerikanischer Prediger, Autor und Evangelist. In seinem Buch Heaven: Close Encounters of the God Kind beschreibt Duplantis seine bemerkenswerte Nahtoderfahrung, in der er unter anderem über seine Begegnung mit dem Jenseits spricht. Die Nahtoderfahrung von Jesse Duplantis ereignete sich während einer schweren Erkrankung, die ihn an den Rand des Todes brachte. Er war für kurze Zeit klinisch tot und sein Körper war nicht mehr funktionsfähig. Während seiner Nahtoderfahrung berichtet Duplantis von einer Reihe düsterer Ereignisse, die seine Sinne überfluteten, bevor er spirituelle Offenbarungen empfing. Duplantis beschreibt eine unheimliche Dunkelheit, die ihn umgab, begleitet von einer unerträglichen Stille, die seine Seele zu erdrücken drohte. Inmitten dieser grausamen Finsternis fühlte er sich verloren und getrennt von allem, was er jemals gekannt hatte. Er sagte, die beängstigende Dunkelheit und die unaushaltbare Stille lösten große Panik in mir aus. Ich hatte das Gefühl, durchzudrehen. In diesem aussichtslosen Moment war ich sehr verzweifelt und fühlte eine seltsame Leere, die ich nicht in Worte fassen kann. Was für eine grauenhafte Vorstellung. Doch dann, wie ein strahlender Lichtstrahl, erlebt Duplantis eine faszinierende Transformation. Er berichtet von einer überwältigenden Wärme, die seinen ganzen Körper durchdrang, und einem Licht, das so hell war, dass es die Dunkelheit vertrieb. In diesem Moment des Lichts und der Wärme fühlte er eine unvorstellbare Ruhe und Frieden, die schlagartig all seine Ängste und Unsicherheiten zerstreuten. Duplantis sagte voller Euphorie: "Es war, als ob ich aus der Dunkelheit in das Licht gezogen wurde, von der Verzweiflung zur Hoffnung, von der Einsamkeit zur Gemeinschaft." Diese Erfahrung veränderte sein Leben nachhaltig und stärkte seinen Glauben an ein Leben nach dem Tod. Nun aber freuen wir uns auf eure persönlichen Meinungen darüber. Glaubt ihr an ein Leben nach dem Tod? Welchen Fall fandet ihr am faszinierendsten? Schreibt es doch einfach unten in die Kommentare. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.